Schorsch TV, die Comedy Show mit Daniel Schorsch Wagner. Jambola und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schorsch TV. Liebe Freunde, wir sind heute ganz weit gereist und zwar zu einem Berg. Und zwar ist dieser Berg Monte Caolino. Und am Monte Caolino sind wie immer die. Oh, voller Sand alles. Die Sandboarding WM, ja. Und auch natürlich in diesem Jahr. Und da dürfen wir natürlich nicht fehlen. Hey, ich bin ja mit Sand aufgewachsen. Ja. Ich bin ja in einem Sandkraftwerk. Da war nur Sand. Komme ich her, ja. Und natürlich, servus. Und natürlich, da dürfen wir nicht fehlen. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt einmal langsam auf den Weg. Aber langsam. Wichtig ist, so als Sandboarder, da musst du alles langsam machen. Hudeln geht da gar nichts, gell? Weil sonst. Hast du Sand im Getriebe? Bis gleich. So Sandboarding WM ist natürlich unheimlich anstrengend. Es gibt verschiedene Menschen, die einfach nicht mehr können, die so platt sind, die sich am Vorabend so weggeschossen haben, ja, mit Himbeersirup und Weißbier, dass die einfach nicht mehr können. Und diese junge Frau hat was Tolles erfunden, und zwar eine Relaxing-Liege. Das ist ganz neu auf dem Markt und sieht doch total entspannt aus. Wie fühlt sich denn das so an? Oh, wunderbar, genau das Richtige für heute. Das ist der Wahnsinn. Da haben sich zwei gedacht, da machen wir eine Bank aus zwei Snowboards. Das ist ja Weltrevolution. Und du liegst hier den ganzen Tag, das ist dein Job? Das ist mein Job für heute, genau. Das ist ja Wahnsinn. Da kommen ja verrückte Typen ab bei so einem Sandboard-Contest zusammen. Weißt du, das ist ja nicht so, dass das so eine Normalo-Veranstaltung ist. So wie die Leute da hinten, solche kommen ja eigentlich gar nicht rein. Da, der mit seinem Fast Hawaii-Hemd. Mit der Mama in der Hand, weißt? Die kommen ja eigentlich gar nicht rein. Ist gut, servus, alles klar, oder? Ja, aber die holen wahrscheinlich irgendwie Tochter oder sowas ab, aber ist gut. Ja. So, Monte Caolino sind natürlich viele Unternehmen, die sich natürlich präsentieren, weil es natürlich eine gute Zielgruppe ist, junge, dynamische Leute. Und das ist nicht zufällig die Ausstellung von Mattel bezüglich der neuen Barbie. Nein, das ist BB. Die machen so Cremes und sowas. Jetzt haben wir eine kurze Frage an Frau BB. Habt ihr denn auch eine Creme dabei, weil ein bisschen so wegen der Wärme und so? Ich glaube, wir haben für dich auch was gegen die Sonneneinstrahlung. Echt? Was ist das jetzt? Ziemlich empfindlich. Ah, na. Ich bin ja mehr so der südländische Typ. Mir macht es. Faktor 15. Sollte ausreichend sein. Magst du mal ein wenig auftragen? Ja, bitte. Dann tragen wir es mal ein wenig auf. Ganz wichtig. Pflege ist natürlich wichtig. Weißt du, wenn du hier 3 Tage am Monte Caolino warst und nicht geduscht hast, dann schmierst du halt irgendeine scheiß Creme ins Gesicht. Ja, damit ist ja also sie riecht ein bisschen nach, ja, riecht er mal, und schmieren wir uns mal, das ist schon fürs Gesicht, oder? Ja, und schön verreiben. Ja, das bietet Schutz und Feuchtigkeit. Alle Zeit. Passt gut verschmiert. Super. Ja, weißt, jetzt kann die Sonneneinstrahlung, macht mir jetzt mal gar nichts aus, gell? Servus, hey, Gott sei Dank gibt's euch eine Firma. Kriegst einen riesen Sonnenbrand bei sowas. Yeah, I like that. Was ja total verrückt ist hier auf dem Monte Caolino, sind natürlich verschiedene junge Mädchen, die hier. Wir haben hier Spaß, sonnen uns und schauen beim Boarden zu. Ja. Sandboarding WM hier Monte Caolino, und das Lustige ist, ja, die zwei Mädels heißen Sandra. Ja. Eigentlich nicht, aber gut. Egal. Ja, war ein Witz, aber das ist. Wir müssen noch dazu sagen, dass wir nicht den Alex anschauen wollen. Also ihr seid da, weil Alex, also ihr geht jetzt, weil Alex kommt. Ja, genau, so ist es. Ah, das ist ja mal so eine neue Form von Fans sein. Ja, so ist es. Der Star kommt, die Fans gehen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja wie bei uns. Gut, danke, schön, dass ihr da wart, und kommt gut nach Hause. Wieder der Schorsch Wagner oder so? Nee, das ist ein Double, bin ich nicht. Das ist ein anderer. Ich bin der Schorsch Wagner hier. Nee. So, Freunde, das jetzt hinter mir ist der Monte Caolino. Da ist er schon hin. Das ist so ein Sandhügel, den haben die 1853 aufgeschüttet, anlässlich des
30-jährigen Krieges gegen die Griechen. Und zwar sollte das ursprünglich ein Schutzwall werden. Und da fahren die ganzen Verrückten mit ihren Brettl einfach runter und das kriegen dann irgendeinen Preis und einen Titel. Und ich weiß ja noch nicht, ob ich da runterfahren soll. Was meint ihr? Soll ich da runterfahren? Also immer wenn ich zuschaue, dann gewinnt sie. Heißt es nein? Genau, wie gesagt, jetzt haben sie aber nicht oft. Ja, dann ich frage mal jemanden, der sich, glaube ich, mit sowas auskennt. Okay, bis gleich. So, Freunde, jetzt geht's auf Monte Carlino, das neben mir ist kein arabischer Multimillionär, sondern ein deutscher Multimillionär. Danny Strasser, eine Snowboard-Legende, er ist 68. Auf jeden Fall Danny Strasser neben mir. Wir fahren jetzt hoch auf Monte Carlino und was wollen wir jetzt genau machen? Weißt du, wir machen jetzt auch das Sandboarding. Ja, ich übersetze mal. Gut, er lebt jetzt mittlerweile in Arabien drüben und er versteht kaum mehr Deutsch. Wir werden jetzt irgendwas, was hat er gesagt? Kufen anfassen. Naja, wie auch immer, jetzt geht's hoch auf Monte Carlino. Da natürlich ganz übel die Bergtouristen. Das kommt natürlich in solchen Höhen auch vor. Also bis gleich oben auf Monte Carlino. Bäh. Ja, Bebe, sagt er. Lustiger, der Danny Strasser, der. So, wir sind jetzt mit Danny Minogue, Naschmann, Danny Strasser oben auf Monte Carlino. Ein wunderschöner Berg, 124,7384 Meter hoch. Schön ist es auf der Welt zu sein. Ja, sehr schön. Und wir werden jetzt hier uns in die Schlucht stürzen. Da, wo die Kinder noch mit Sand spielen, werden wir jetzt runterfahren. Da schau hin, der kleine Hosenscheißer, der. So, also nachdem ihr ja alle Heidi kennt, und den Geisenpeter und sowas. Also ich meine, ich kann gar nicht snowboarden. Das haben wir ja schon in der Folge Kaprun gesehen. Gut, da war ich als Weltmeister, bin ich da nicht stark gegangen. Aber ich würde sagen, wir tun es jetzt. Ja, tun wir. Ja, super. Tolle Statement von Danny. Ja, was soll ich sagen? Ja, ich weiß ja, sag halt, ey, Wahnsinn, spektakulär. Boah, pass auf. Boah, voll krass, Alter, ey, ist das geil, ey. Boah, ey, ich mach dich voll Krankenhaus, Mann. Ah ja, gut. Also wir werden jetzt dann doch einfach auf den Brettern, die Welt bedeuten, runterfahren. Ja. Und Josh, ist nass? Ah, geil, hey, habt ihr das gesehen? Es war 360, 70, 40, 45, 47, 11 auf ein Doppelrip, oder? Das war saugeil, das war echt der Hammer, das war sowas von geil. Also Leute, wenn ihr Bock habt am Monte Carlino, jeder darf, glaube ich, mal Watersliden und es macht echt Fun. Vor allem bei dem Tempo, das ich gefahren bin. Ich habe jetzt von oben bis unten knappe, waren das, ich glaube, so eine Viertelstunde. Aber so gute Zeit kann ich mitfahren bei den Weltmeister. Du könntest da locker mitfahren. Die Zeiten, die du da gefahren bist, die waren so der absolute Hammer. Das glaube ich einfach gar nicht, dass du noch nie auf dem Snowboard gestanden bist, außer in Kaprun. Wahnsinn! Bis gleich! Jungle brother,
So, liebe Freunde, das war's auch schon wieder von Monte Carlo von der Sandboarding WM. Wir haben für euch diese Woche ein sensationelles Gewinnspiel. Es ist ja der Wahnsinn. Und zwar haben wir 5 Backstage-Karten für das Young and Free Schülerfestival in Höchstadt an der Aisch. Das ist am 23. und 24.07. Mit dabei sind Natural, Ben, Banana Fishbones, Liquido, Groove Coverage und so weiter. Auch die Waikiki Beach Bombers werden mit dabei sein und so weiter. Ein Riesenfest auf der Aischwiese. Aber ihr müsst mir um diese 5 sensationellen Backstage-Karten zu gewinnen. Weißt du, immer so mit so einer Backstage-Karte, da kannst du zum Ben hingehen und kannst sagen, hey Ben, servus, bin jetzt der Klaus, Ben, Klaus, Ben, ist ja wurscht. Aber nur, wenn ihr mir folgende sehr schwierige Preisfrage beantworten könnt. Auf was fahren denn die ganzen Border hier den Berg runter? Ist es A, Sand, B, Schokopudding oder C, Quarktaschen? Richtige Antwort wie immer abgeben unter www.schorschtv.de. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder hier auf Frankeninfo TV und am Wochenende, also Freitag und Samstag, auf Franken Fernsehen, gell? Bis dahin, happy Sand Kuchenbau. Ja, genau. ja, servus, was ist Warmheit? Mitmachen und gewinnen. Antwort an Double Screen Media, Redaktion Schorsch TV, Neuwiederstraße 16, 90411 Nürnberg oder im Internet unter www.schorschtv.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.